Hallo und willkommen zu meinem Videopodcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich habe in meinem Podcast schon viele verschiedene Themen gehabt. Das meiste hat sich um Uhren gedreht. Ich habe auch über das Uhrforum gesprochen, habe mit dem Moderator, mit der Forenleitung des Uhrforums gesprochen. Heute geht es um ein ganz anderes Thema und zwar darum, was ich persönlich mir anschaue auf YouTube, wenn es um das Thema Uhren geht, also deutschsprachige Uhren-YouTuber. Ich weiß, dass dieses Thema immer mal wieder angefragt wurde. Ich habe E-Mails bekommen, ich habe es in Kommentaren gelesen, ich habe über Instagram Direct-Messages bekommen, was ich mir denn so anschaue. Und meine Standardantwort war, ach, so viel schaue ich eigentlich gar nicht. Aber als ich dann mal meine Watchlist durchgegangen bin und meine Abos überprüft habe, habe ich festgestellt, dass ich doch eine relativ lange Liste habe mit deutschsprachigen Uhren-YouTubern, die ich entweder regelmäßig oder zumindest hin und wieder einmal schaue. Das heißt, jeden, den ich jetzt nicht erwähne, dann ist das keine Abwertung, es ist keine Missachtung. Entweder kenne ich den Kollegen nicht oder aber ich habe nicht die Zeit, es zu schauen oder aber der Inhalt ist nicht im Zentrum meiner Interessen oder andere Gründe sprechen dagegen. Ich werde niemanden schlecht reden, sondern einfach nur meine Erfahrungen teilen mit den Kanälen, die ich persönlich schaue. Die Reihenfolge ist komplett wahlfrei. Ich habe mir verschiedene Sachen rausgesucht, habe mir Notizen gemacht und habe die Notizen nicht neu geordnet. Also die Reihenfolge ist auch keine Aussage darüber, wer mir besser oder weniger gut gefällt, keine Aussage über die Größe. Und dadurch konnte ich sicherstellen, dass gegen Ende noch ein paar aus meiner Sicht extrem interessante Kanäle kommen. Anfangen möchte ich mit Marc Gebauer, eine wirkliche Ikone, ein ganz besonderer Kanal, ein ganz besonderer Typ, der natürlich das Ganze als Tür zu seinem Uhrenvertrieb, zu seinen Uhrenverkäufen, zu seinem Geschäft nutzt. Nichtsdestotrotz sind die Videos immer unterhaltsam. Man kann den Typ, man kann die Art der Videos mögen oder nicht. Das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Ich mag auch nicht alles, was Marc macht, aber es ist speziell, es ist nicht abgekupfert und es ist auch kein Einheitsbrei, insofern eine herrliche Abwechslung. Was ich persönlich sehr mag und was überhaupt nichts mit Uhren zu tun hat, das sind die Hot Chili Contests von Marc Gebauer. Wenn er so rausgeht und Leute verführt, extrem scharf zu essen. Ich esse auch gerne und gut scharf, aber das, was der Marc da verdrückt, das ist jenseits von allen Schmerzgrenzen, die ich kenne. Also wer das noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Ich finde es super unterhaltsam, wenn man auf diese Art von Humor steht, dann kann man da, glaube ich, wirklich sehr gut reinschauen. Der zweite Kanal, den ich mir regelmäßig anschaue und auch hier sind die Meinungen durchaus geteilt, das ist der Uhrenratgeber Markus Finger. Viele mögen seine Art nicht. Das ist wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was ich beim Markus unglaublich schätze, ist, dass er an das gesamte Uhrenkosmos komplett vorurteilsfrei rangeht. Man sieht bei ihm kleine Marken wie Heinrich Uhren, Start-up mit einem relativ überschaubaren Portfolio. Man sieht bei ihm Circula, man sieht bei ihm aber auch Botta. Man sieht bei ihm natürlich seine eigene Marke Corazon del Mar. Aber man sieht bei ihm auch Hublot, Rolex, Breitling, Omega. Also das komplette Spektrum und das finde ich klasse. Er hat keine Berührungsängste vor Hommage. Uhren trennt aber scharf gegen Fakes. Auch das ist ziemlich deckungsgleich mit meiner Sichtweise. Das alles finde ich richtig klasse. Das ist aus meiner Sicht der Kanal mit einer der größten Bandbreiten angezeigten Uhren. Dass er sich auskennt, steht, glaube ich, außer Frage. Das heißt, er kann auch fundiert was zu den Uhren sagen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die gezeigten Bilder der Uhren und der gesprochene Text einen etwas direkteren Bezug hätten. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche
Sichtweise. Die Aufnahmen sind extrem gut gemacht, sehr professionell, sehr detailreich, wunderbar ausgelichtet. Das ist wirklich vom Spektrum her, was gezeigt wird, vom Umfang her, richtig klasse. Die Art, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das mag oder nicht. Der nächste Kanal, den ich regelmäßig gucke, ist Mr. B, beziehungsweise jetzt nach der Umbenennung Mr. B Watches. Herr Konstantin, der zeigt immer ganz tolle Uhren. Und was ich sehr schön finde, er macht Reviews von Sammlungen seiner Zuschauer. Das finde ich immer extrem spannend, vor allen Dingen, weil dann auch überlegt wird, was könnte noch reinpassen, was fehlt eventuell, um die Sammlung komplett zu machen. Also das ist ein Format, was ich richtig, richtig feiere und für meinen Geschmack eigentlich viel zu selten kommt. Ansonsten auch aufwendige Produktionen bei entsprechenden Juwelieren. Wirklich richtig tolle Sachen. Mir fehlt ein kleines bisschen das Spektrum der günstigen Uhren, aber jeder hat natürlich seine Nische. Und was ich beim Konstantin sehr mag, er hat ein Video gemacht über NATO-Bänder und da habe ich eine neue Art entdeckt, NATO-Bänder zu tragen. Und seitdem trage ich alle meine NATO-Bänder so und muss keins mehr abschneiden. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also auch ein kleines bisschen Seitenthemen, nicht nur Uhren, finde ich richtig klasse. Mr. B Watches, von mir auch eine klare Empfehlung. Dann gibt es den Burak The Wrist Guy. Den habe ich früher eigentlich häufiger geschaut als jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die gezeigten Uhren decken sich nicht mit meinen Präferenzen, zumindest weitgehend nicht mit meinen Präferenzen. Insofern ist der Inhalt für mich ein kleines bisschen uninteressanter geworden und auch sein Shop mit irgendwelchen Armbändchen, Goldarmbändchen und was es dort gibt, ist nichts, was mich anspricht. Das heißt, der Kanal hat sich ein bisschen von meinen Interessen wegentwickelt, ist aber extrem erfolgreich, wächst schnell, hat mittlerweile, glaube ich, über 23.000 Abonnenten. Also qualitativ überhaupt nichts gegen auszusetzen. Wer die gezeigten Uhren und den Stil der gezeigten Uhren mag, ist da bestimmt gut aufgehoben. Ich persönlich schaue da deutlich seltener vorbei als vorher, weil einfach der Kanal sich jetzt auf eine Richtung festgelegt hat, die sich mit meinen Präferenzen und meinen Vorlieben nicht mehr hundertprozentig deckt. Dann kommen wir zu einem weiteren Platzhirsch unter den deutschsprachigen Uhren-YouTubern. Watchwise, Kai Leingang. Ich weiß nicht genau, wie der Kanal jetzt heißt. Er hat auch mehrere, hat einen neuen aufgemacht, wenn ich es mitbekommen habe. Extrem professionell und zwar sowohl in Hinblick auf die Qualität der Produktionen, als auch darauf, dass das ein kommerzieller, professioneller Kanal ist. Er lebt davon. Entsprechend ist der Inhalt deutlich am Mainstream orientiert. Es gibt viele Inhalte, denen ich glaube ansehen zu können, dass sie produziert wurden, weil sie viele Klicks machen und nicht um das gesamte Spektrum abzudecken. Viele Themen wiederholen sich. Das muss man mögen. Die Videos sind aber extrem professionell produziert. Die Aufnahmen sind allererste Sahne. Die Aufnahmen der Uhren sind spitze. Also wer wirklich tolle Aufnahmen von Uhren sehen möchte, ist hier garantiert gut aufgehoben. Seine Frau Jenny L. macht ähnlichen Content, englischsprachig. Aber da ich mich hier auf deutschsprachige Uhren-YouTuber konzentrieren möchte, gehe ich halt nur auf Watchwise bzw. Kai ein. Tolle Aufnahmen, aber ein relativ schmaler Fokus, was die gezeigten Uhrenmarken und die gezeigte Richtung betrifft. Ganz anders ist es bei Flomp89 Watches and More. Das And More ist, glaube ich, auf seinem Kanal immer bedeutungsloser geworden. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Uhren. Und Florian Flo hat überhaupt keine Berührungsängste, Uhren zu zeigen, die komplett aus dem Raster fallen.
bunte, laute, vielfältige, ausgefallene, ausgeflippte Uhren. Aus meiner Sicht auch zum Teil untragbare Uhren. Er hat unglaublich viel Shorokov gezeigt. Und das ist wirklich ein Kanal, wo ich sagen muss, da werden Uhren gezeigt, die man nicht an jeder Hausecke sieht, die auch vielleicht nicht jeder tragen kann. Aber das ist so ein kleines bisschen durch die Stadt gehen, bummeln, angucken, was es gibt. Man muss nicht alles haben wollen, man muss nicht alles kaufen. Aber man geht mal durch die Stadt, um zu schauen, was gibt es Neues, was gibt es Ausgefallenes. Und wenn ich so etwas suche, ist der Flo mein erster Kanal, wo ich hingehe. Denn hier sehe ich Uhren, die ich wirklich sonst auf keinem anderen Kanal sehe. Natürlich zeigt er auch mainstreamigere Sachen, das ist völlig normal, aber er hat einen ganz großen Anteil von extrem ausgeflippten und ausgefallenen Uhren. Das ist mein wirklicher Tipp hierfür. Leider hat der Flo seine Frequenz etwas runtergefahren, postet nicht mehr ganz so oft, nicht mehr ganz so regelmäßig, aber auch der alte Content von ihm ist in jedem Fall sehenswert. Der nächste Kanal, den ich wahnsinnig gerne schaue bzw. geschaut habe, ist Federhaus mit dem Alex. Er hat lange schon nichts Neues mehr gebracht, was ich richtig bedauere, weil die Federhaus-Videos waren sehr puristisch, nur die Uhr, Alex so gut wie nie im Bild, nur seine Hände, die Uhr mit einem sehr, sehr, sehr guten Blick fürs Detail. Ich habe noch nie ein Video gesehen, wo jemand 8 oder 10 Minuten über das Stahlband referiert hat, ohne dass es langweilig war. Eine unglaublich präzise und punktgenaue und auch qualifizierte Analyse dessen, was gezeigt wird. Richtig tolle Videos, kein Schnick, kein Schnack, wirklich nur die Uhr und das auf allerhöchstem Niveau. Schade, dass hier schon lange nichts Neues mehr gekommen ist. Ich würde mir wünschen, dass hier bald wieder etwas kommt, weil diese Videos fand ich unglaublich informativ, nicht ganz so unterhaltend wie zum Beispiel Marc Gebauer und auch nicht so eloquent wie andere, dafür extrem auf den Punkt und präzise. Da würde ich mir wirklich gerne wünschen, dass da wieder mehr kommt, aber auch die bestehenden, wie gesagt, sind immer einen Blick wert und wer eine bestimmte Information zu einer bestimmten Uhr sucht, wird hier mit Sicherheit gut bedient werden. Das ist für mich der Kanal, der wirklich präzise Informationen zu den Uhren liefert. Ja, das Gegenteil zu einer detaillierten Analyse der Uhren ist für mich Herr Stroms Ursachen. Ein nach meinem Humorverständnis mega unterhaltsamer Kanal. Ich mag die Ironie, ich mag die hintersinnigen, humoristischen Anspielungen, die er macht. Ich finde das richtig unterhaltsam, wie er verschiedene Themen der Uhrenwelt auseinandernimmt. Die Videos sind mir zum Teil etwas zu lang mit 45 Minuten. Die habe ich nicht immer und ich schaue nicht gerne Videos zerstückelt. Aber auch ein 45-Minuten-Video ist, wenn man es sich anschaut und die Zeit hat, nie langweilig. Zudem eine große soziale Ader geht sofort rein, wenn irgendwo Not am Mann ist, ruft Spendenaktionen ins Leben, spendet selber, macht mit. Wirklich Chapeau dafür, finde ich mega klasse. Er bewirbt natürlich auch seinen eigenen Shop, wo er Uhren und Bänder verkauft, aber das ist nie so im Vordergrund, dass es in irgendeiner Weise unangenehm wäre. Und falls doch, dann ist das auch immer als solches gekennzeichnet. Insofern finde ich das vollkommen in Ordnung und eine wunderschöne Ablenkung, eine wunderschöne Alternative zu den typischen Uhren-Reviews, finde ich mega. Und er harmoniert auch klasse mit Mario Lenke, vormals Marios Money Minutes, womit wir zum nächsten Kanal kommen. Mario Lenke, ein relativ neuer Kanal, noch nicht so lange im Uhren-YouTube-Kosmos unterwegs. Sehr eloquent, tolle Produktionen. Die in Anführungsstrichen normalen Reviews sind gut, eloquent gesprochen, sauber produziert, wirklich richtig klasse. Was ich aber feiere,
Das sind seine Produktionen, wenn er rausgeht. Er macht da einen wirklich überdurchschnittlich hohen Aufwand, was die Aufnahmen seiner Uhren betrifft. Ich erinnere mich an eine Steinhardt, wo er Unterwasseraufnahmen gemacht hat, wo er in einer Unterwasserhöhle gefilmt hat, wo er mit der Uhr im Meer war und das Ganze kombiniert mit Studioaufnahmen. Oder aber eine Uhr, die er mit in die Alpen genommen hat, bei einer Alpenwanderung im Schnee. Es war hier eine Sherpa-Uhr, passt natürlich hervorragend. Andere Uhren draußen im Wald gefilmt mit vielen Aufnahmen, vielen Blickwinkeln. Also ein sehr hoher Produktionsaufwand. Ein Video habe ich gesehen mit einem Intro im Stile der Bond-Filme. Da sind richtige Produktionsperlen dabei und das Ganze extrem professionell gemacht, ohne kommerziell zu sein. Der Kanal wird als Hobby betrieben. Da kann man wirklich fast wie Kino gucken, sich Uhrenvideos anschauen. Das ist erste Sahne, was da zum Teil filmisch abgeliefert wird. Mario, genial, super. Das Format zwischen Mario und Herrn Strom, 5:2 unentschieden, ist jetzt einmal ausgestrahlt worden oder zweimal. Ich weiß nicht genau, wann ich dieses Video hier senden werde. Auch das ein Format, wo die beiden ein Uhrenthema aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Gefällt mir sehr gut, gefällt nicht jedem. Mir hat es sehr gut gefallen und ich bin gespannt, was da noch kommt. Das ist wirklich Unterhaltung pur mit sachlichem Hintergrund, ohne langweilig zu sein. Also die beiden harmonieren gut und das sind auch beides Kanäle, die ich überdurchschnittlich oft schaue. So, jetzt habe ich auf meiner Liste noch drei Kanäle. Einen muss ich erwähnen, weil ich ihn 3-4 Mal gesehen habe. Das ist der Watch Ragazzi. Den schaue ich so gut wie gar nicht mehr. Einfach, weil die Art und Weise nicht meine Herangehensweise an die Uhren wäre. Was überhaupt nicht heißt, dass dort etwas gesagt wird, was falsch ist, was nicht stimmt. Oder dass da übertrieben verkauft wird oder was auch immer. Es ist einfach nicht mein Stil. Und deswegen schaue ich das gar nicht mehr. Wer auf schnellen, abwechslungsreichen Content steht, wo auch sich Uhrensammler untereinander austauschen, wird bei seinen Livestreams wahrscheinlich gut aufgehoben sein. Mich persönlich, wie gesagt, spricht das nicht so an, was aber überhaupt keine Aussage über die Qualität ist, denn auch dieser Kanal wächst sehr schnell. Das heißt, wer erfolgreich ist, hat recht. Und er wächst schnell, insofern gibt es viele, denen das gefällt, was er macht. Vielleicht gefällt es euch ja auch, schaut einfach mal rein, Watch Ragazzi. Dann gibt es noch einen Kanal, das ist kein YouTuber mit angeschlossenem Verkaufsshop, sondern es ist ein Juwelier mit angeschlossener Multimedia-Abteilung. Ich spreche über Altherr. Altherr mit dem Benedikt macht richtig tollen und auch relativ viel YouTube-Content. Wirklich super Sachen, sehr fundiert. Na klar, kommt jemand aus der Branche, hat Zugriff auf die Uhren, kann Neuheiten vorstellen, kann Hintergrundinformationen liefern, hat Kontakte in die Branche, macht Sachen zusammen mit anderen YouTubern. Der Konstantin Mr. B war schon da, hat viel mit ihm zusammen gemacht. Wirklich super. Was ich aber richtig klasse finde, das sind die Livestreams von Altherr, denn dort treffen sich ganz, ganz viele aus der Sammlerszene, viele, die man auch unter anderen YouTube-Videos kommentieren sieht. Das ist, ja, ich will fast sagen, wie eine Art kleiner Stammtisch, bei dem dann alle kommen, um sich den Livestream anzugucken. Sehr erfolgreich, toll gemacht, sehr professionell, aber hier ist der Fokus ganz klar, es ist ein Juwelier, es ist ein Hintergrund, der verkaufsgesteuert ist und der Altherr-Kanal ist ein Teil der Social-Media-Abteilung des Juweliers, was aber nichts daran ändert, dass der Content wirklich gut ist. Last but not least, ein relativ junger Kanal, Lieblingstalk, Harry Liebling aus Österreich, bislang relativ wenig Videos da, alles Livestreams, aber sehr eloquent gemacht, super interessanter Inhalt. Das werde ich bei mir auf dem Radar lassen
und vielleicht auch zukünftig mehr oder weniger regelmäßig verfolgen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was ich mir anschauen könnte, wenn ihr noch andere deutsche YouTuber schaut, wenn ihr mit dem, was ich gesagt habe, nicht einverstanden seid, andere Sichtweisen habt oder etwas ergänzen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten freut euch auf meinen nächsten Videopodcast. Bis dahin, tschüss, euer Axel.